In welchem Land wohnen die meisten Menschen? China. Falsch. Was? Was? Eine Insel mit zwei Bergen und... Heidi! Oh, was? Ist das dein Ernst? Ich will das nur noch ein Leben. Also wollen wir jetzt immer zu Ende trinken? Einer. Nein, Anne! 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 Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal und herzlich willkommen zu einem neuen Format, korrekt oder weg. Wir haben uns da inspirieren lassen von Worldwide Wohnzimmer und das Prinzip ist ganz simpel, hier sind einmal die Spielregeln. Wir bekommen gleich Quizfragen gestellt, jeder hat ein Leben und wir haben 10 Sekunden Zeit, die Fragen zu beantworten. Beantwortet man die Frage richtig, somit ist alles gut und der Nächste ist dran mit der nächsten Frage. Beantwortet man die Frage allerdings falsch, muss man zur Strafe ein nicht ganz so leckeres Getränk trinken. Jeder hat ein Leben und wenn man beim zweiten Mal falsch antwortet, somit ist man raus. Wer von uns ist wohl der Schlauste? Los geht's! Okay Leute, die Frage ist jetzt, wer ist der Schlauste von uns, ne? Ja. Also gegen mich habt ihr keine Chance, ne? Würde ich sagen. Entschuldigung. Just saying, also ich wollte es nur gesagt haben, ne? Ihr wisst, es geht hier um diese Wunder, ja, sehr lecker hier, so Zitronen. Oh, ich mag keine Zitronen. Ich auch nicht. So, boah, ich kann das niemals austrinken. Ich spuck das nur aus, ey. So. Okay, die Frage ist jetzt, wer anfängt? Sollen wir Schnick, Schnack, Schnuck machen? Ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Da. Nee. Du bist schon mal raus. Nee, ist ungültig. Ja, jetzt alle, ungültig. Alle, nochmal. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, jetzt klappt's. Ja, okay, kannst du nicht noch? Wir sind beide raus. Schnick, Schnack, Schnuck. Was heißt, du fängst an? Ja. Komm mit zur ersten Frage. Was ist gemeint, wenn von einem Nasenfahrrad die Rede ist? Brille. Das ist richtig. Wow! Natürlich! Okay, also. Hättet ihr das gewusst? Niemals. Ich hätte es gewusst, natürlich. Ich hätte es auch gewusst. Also ich habe das, glaube ich, einmal Nasenfahrrad? Ja, ich habe das einmal aber so in meinem Leben gehört. Aber ja, Nasenfahrrad. Ich dachte, wir drehen das Ding so und dann wo es stehen bleibt. Nee, das ist schön das hier in der Reihe. Genau. Okay, let's ja, gut, go. Dann bekomme ich jetzt eine Frage. Dein Herz pumpt Blut. Richtig oder falsch? Also die Herzmuskulatur pumpt das Herz und dadurch wird das Blut durch die... Richtig oder falsch? Richtig oder falsch? Ja. Ja, was ist das denn? Das hat sich nicht... das Herz an sich... Ja, nicht. Es ist richtig. Also ich kenne die Frage, ja. Ich weiß es auch. Ja. Geht das ja jetzt noch? Weil die Zeit war ja... Also hä? Nein. Also du hast die Zeit gerade nicht. Ja, ich wollte euch das erklären. Es geht hier beim Antworten. Ja. Also, sehr nett von dir. Drücken wir ein Auge zu. Ja, komm. Ja, gut, okay, komm. Dann ist ganz korrekt ist diese Frage nicht, finde ich. Dann geht's weiter. In welchem Land wohnen die meisten Menschen auf der Welt? China. Was ist das denn für eine einfache Frage? Ja, sorry, aber es geht. Ist richtig? Richtig. Ja, dann geht's weiter. Das wäre so schön gewesen, wenn das auf einmal falsch wäre, weil jetzt gestern seit einem Tag auf einmal ein anderes Land gehalten hat. Das wäre sehr schön gewesen. Wie heißt die Sportart, bei der man sich ein Brett unter die Füße klemmt, um damit einen schneebedeckten Abhang runterzufahren? Snowboard. Ja. Ja. Was sind das denn für Blödsinn? Ja, stimmt. Snowboard, stimmt. Ich wollte erst Ski fahren, aber wahrscheinlich wieder zwei Bretter. Ja. Ja. Und bei mir ist wahrscheinlich wieder, wie viel Kubikmeter die Sonne. Sollen wir sieben Sekunden machen? Okay, 7 Sekunden. Ja. Die Spielregeln werden einfach verändert. Die Spielregeln geändert? Wir rechnen 10 noch nicht, weil ich wollte euch Wenn wir alle dafür sind, dann. Ja, gut, das hat bei mir René begonnen. Jetzt geht's bei René weiter. Ja. Na gut. Okay, wir ändern jetzt die Spielregeln. Ja, oder pro Runde wird es eine Sekunde weniger. Jetzt sind 9 Sekunden. Okay, 7. 7 ist gut. Das heißt, das war, glaube ich, jetzt Runde 1? Ja. Ja. Okay. Keiner muss es ertrinken. So, René. Okay. Wie viele Ausfahrten muss ein Kreisverkehr mindestens haben? 3. Falsch. Was? Was? Na dann, Moment mal. Ein Kreisverkehr... In echt ist es einfach eine Straße, die weiterführt dann mit einem... Verzeihung? Was macht denn Kreisverkehr mit 2 Aus... Ja, egal, ich trinke ja gerne, aber... Wer hat sich das denn ausgedacht? Ich meine... Donny? Ja, aber es macht doch gar keinen Sinn, weil wenn... Das wäre ja eine weiterführende Straße und dann ist es halt einfach eine Verkehrsinsel und kein Kreisverkehr. Komm, Kati! Weiter geht's! Weiter geht's! Das heißt, stopp mal! Das heißt, wir brauchen ein neues Getränk.
Ja, du hast jetzt nur noch. Wir müssen jetzt wieder nachfüllen. Ja, genau, wir müssen es nachfüllen und du hast nur noch ein Leben. Ich muss mal eine falsche Antwort haben. Ich bin raus. Auf welchem Kontinent liegt die Wüste Sahara? Afrika. Richtig. Gerade noch hier die Kurve gekriegt, Kathi, ne? Keine Kurve. So. Keine Kurve, genau. Ja, okay. Das war ein Kreisverkehr. Eine Insel mit zwei Bergen. Welche Kinderserie beginnt so? Welche Kinderserie beginnt so? Das weißt du doch. Kinderserie? Heidi! Was? Ist das dein Ernst? Was? Die Kinderserie? Kennt ihr das? Kennst du das nicht? Eine Insel mit zwei Bergen und in tiefen Lalalala. Das ist von Jim Knopf. Ja. Und eine Insel mit zwei Bergen und in tiefen Wald. Mit viel Tunnels und viel Gleisen. Also, und in Eisenbahnverkehr. Nein. Das war doch so, hier mit so, wie heißt es nochmal? Jeder sollte einmal reisen in das schöne Nummerland. Kathi, du weißt, was das heißt? Die beiden haben schon mal ein Leben weg. Ne? Ellie! Das heißt, noch eine falsche Antwort und ihr seid raus. Raus! Welches Tier ist der Vorfahr aller Hunderassen? Das ist eure Frage mit Hunden, damit müsst ihr euch doch auskennen. Vorbei! Was ist denn der Vorfahr? Ich hab auch Wolf gesagt. Ich hab aber noch Wolf. Ich war so. Wolf. Ein Wolf. Doppelte Antwort ist hier nicht. Und was war's? Wolf. Wolf, ja. Aber ich hab's angedeutet, Wolf. Ich hab nee. Ja, aber du hast dann noch Fuchs aber auch einen angedeuteten. Wenn du nur Wolf gesagt hättest. Ja, los, trink! Falsche Antwort. Das heißt wohl. Nur noch ein Leben. Also nur noch ein Leben aus der Kathi. Ja. Weiter geht's. Wie viele Farben hat ein Regenbogen? Fünf. Nein. Falsch. Wieso Sieben. Sagst du nein? Wusstest du das? Sieben! Das war, hä? Ich hab das niemals gewusst. Sieben? Hallo? Ja, so wie mit Jim Knopf wusstest du auch nicht. Hallo, das muss man wissen. Ja, dann nenn mal, dann nennen mal alle. Ja, rot, gelb, grün, blau, grüne, aber ganz wie immer. Was? Ja, so, hier. Ich hätte das nicht gewusst. Ja, Prost. Ja, ich glaube, du bist raus jetzt übrigens. Ja, du bist jetzt raus. Darf ich jetzt erstmal zu Ende trinken? Ja, ich jetzt werde ich hier noch beschimpft, während ich hier schon meine Strafe trinke. Ja, trink gerne aus. Komm, können wir nicht drei Leben machen, weil ich bin ja so Spaß. Nee. Du bist jetzt leider raus. Wisst ihr was, Leute? Ihr könnt gerne jetzt das unter euch ausmachen. Ja. Ihr könnt gerne unter euch ausmachen, wer jetzt hier nochmal schön Zitronensaft trinken darf. Ich guck mir das. Ich guck mir das jetzt an. Okay, genau. Ja, du bist leider raus. Tut mir leid. Wir sind jetzt noch zu dritt. In welcher Stadt wohnt SpongeBob? Das ist so einfach. Hier, wie heißt das? Bikini Bottom! Oh! Aber da muss ich sagen, das wäre jetzt wirklich traurig. Das wäre echt wahr. Das wäre sehr traurig, wenn man das nicht weiß. Das weiß ich aber. Ich habe nur kurz an die Ananas gedacht. Ja. Wohnt ganz tief in der Ananas und so. Und dann muss ich kurz überlegen. Ja. SpongeBob! Wie heißt die Hauptstadt von Brasilien? Das ist, glaube ich, ein bisschen. Das ist eine Falle. 7, 6, 5, 4. Ist drei, São Paulo? 2, 1, Brasilia. Ach, Brasilia. Ah. Das gibt es bei einigen Ländern, das ist so eine Falle. Ich glaube, das ist bei Australien genauso, oder? Ich aber auch nicht. Australien ist doch Sydney, oder nicht? Nee, warte. Keine Ahnung, aber ich hätte es auch nicht. Australien ist Melbourne, glaube ich. Ja, gut. Gut, dass ich die Frage nicht bekommen habe. Ich wusste es sogar. Oh, Mann. Ich hätte es nicht, weißt du, was es bedeutet? Ich bin raus. Du bist raus. Mhm. Nur die beide. Okay. Soll ich meinen neuen? Ich mach das so lange. Ja, okay. Wann wurde das erste iPhone vorgestellt? 7, 6. Du sagst 2002. Das ist noch in der Zeit? Oh mein Gott, ja, war noch in der Zeit, ja. Ich weiß es nicht mehr. Ich spiele aber auch keine Rolle, 2011 weil das ist oder 10. Falsch. 2007. 7. Ja, und somit ist die Runde vorbei. Ich würde sagen, wir spielen noch eine Runde, Leute. Ja, wir doch gerade. Ja, wir haben gewonnen. Okay. Wie war das noch? Wer ist die Schlauste? Ja, komm, Kathi. Komm, Kathi. Okay, okay, das war jetzt nicht so lecker. Okay, also die Runde ging echt mega schnell und Kathi, du hast gewonnen. Du bist in dieser Runde die Schlauste, habt ihr Bock? Sollen wir noch eine Runde? Ja, wir machen. Ja. Weil die ging halt so schnell rum. Ich dachte, wir halten länger durch, oder? Ja. Dann würde ich sagen, lass nochmal auffüllen. Mhm. Ja. Genau. Und wir kommen zur Runde 2. Okay, nächste Runde. Okay, du bist dran. Genau, und in dieser Runde haben wir nur ein Leben. Ja, genau. Das heißt, wenn ich jetzt falsch liege, bin ich Rose. Ja, Rose. Welcher ist der längste Fluss der Welt? Das müsste der Nil sein.
Richtig. Natürlich ist er richtig. Ich, hätte es tatsächlich nicht gewusst, muss ich gestehen. Okay. Next one. Party. Einige Monate haben 30, einige 31 Tage. Wie viele haben 28 Tage? Einer. Nein! Anne! Anne! Falle! 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 Ja, Kathi, ich bin die Schlauste. Scherzfragen. Auf Scherzfragen falle ich immer rein. Ich bin immer so weißt du was hier, Kathi? Viel Spaß. Na, danke. Oh, ekelhaft, oder? Boah, ist das sauer. Ja. Tja. Okay, ja, eben noch die Schlauste und jetzt bist du raus, sorry. Ja gut, das ist eine richtige Scherze. Ich bin raus, ja, stimmt. Leider. Ja, ein Leben. Ein Leben nur, oh ja. Mann. Okay, ich will das mal wieder auf und dann komme ich zur nächsten Frage. Kann man im Weltraum Geräusche hören? Wie? Was? Zählt jemand? Ja. Sieben. Nein, sechs, nein, nein, nein. Fünf. Hä? Ja. Oh. Hä, woher weiß man? Also, keine Ahnung. Keine Ahnung. Einfach, ja oder nein? Nein. Welcher Planet unseres Sonnensystems ist der Sonne am nächsten? 5, 4, 3, Ellie! Pluto, keine Ahnung. Nein, das ist der kleinste Planet. Das ist gar kein Planet mehr, Pluto. Das ist, ja. Das ist der kleinste Planet, ne? Am nächsten Merkur? An Sonne. Merkur? Ich weiß nicht. Merkur. 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 Wow. Natürlich. Also, ja, natürlich. So, aber, ja, ich bin raus. Aber warte mal, der, der Pluto ist der kleinste Planet. Ja, aber das ist das, gar kein Planet, ja. Planet mehr. Wie, das ist der kein nennt Planet. Sich nicht mehr Planet. Da, der wird doch Ellie, irgendwann, also, irgendwann wurde eben der Planet. Oh Mann! Ja, toll. Das muss, muss man auch wissen, dass der Planetenstatus aberkannt wurde. Ja, ja, genau. Das ist ein riesengroßes das sind Thema. Sachen, Leute, das sind Sachen, die man wissen muss, oder? Also das war echt... ja, sorry, mir, aber ich, also, ich weiß es auch nicht. Ich habe vom Planeten also, halt gar keinen Plan. Ich weiß nur, Pluto ist, der Pluto. Hört sich so süß an. Deswegen habe ich Pluto gesagt. Cheers. Ja. Gut. Ja, moin. Okay. Dann gibt es... Ja, ich habe keine Chance mehr, der Schlauste zu sein heute. Schade eigentlich. So. Das machen wir jetzt unter uns aus, wer der Schlauste hier ist. Genau, jetzt gucken wir, wer der Schlauste ist und wer die Schlauste ist, haben wir eben schon bestimmt. Oh. Oh. Nein, ich würde sagen, also die erste Runde, das ist jetzt Schnee von gestern, genau. Das ist jetzt auch alles so ein bisschen abgehakt. Jetzt ist die aktuelle Runde, wer der Schlauste ist. Okay. Wie viel macht 2 mal 3 bei Pippi Langstrumpf? 2 mal 2, ach! 7, 6, 5. 5. Nein! Er hat noch 5 gesagt! Nein, 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 ich hab die ganze Zeit 5 gedacht. 2, 3 mal 5. Ja, was macht's denn? 4. Ich mach mir die Welt, wie sie, wie sie, wie sie mir gefällt. Und du bist raus. Ey, wie lang? Strom, holla, holla. Das heißt, Gewinner bist du. Oh! Okay, erstmal, erstmal trinken. Herzlichen Glückwunsch, Claudio Langstrumpf. Und dann? Krieg ich noch eine Frage? Ich wollte gerade sagen, wir machen jetzt ein Stechen, weil wir haben jetzt 2 Gewinner. Ja. Das heißt, es gibt jetzt ein Stechen und jetzt schauen wir mal, wer hier wirklich der Schlauste am Tisch ist. Also wir schon mal nicht leider, aber nee. Wir gucken mal, wer der Schlauste von euch ist. Okay. Weil wir machen jetzt ein Stechen. Genau, deswegen ist der Fall zwischen uns und beiden. Ihr müsst jetzt beide die Frage... Reinbrüllen! Wir innerhalb von 7 Sekunden reinbrüllen, ne? Ja. Ja. Oder sollen wir ohne Zeit machen? Da, das ist nicht so pressure, dass... Ja, aber dann so antworten wir beide gar nicht. Wenn wir die Antwort nicht wissen? Sollen wir 10 Sekunden? Aber wenn ihr gegeneinander macht, dann geht es doch so oder so um Zeit. Ja, genau, wer schneller ist. Also okay. Wir machen so 7 Sekunden. Wer schneller die, wenn Zeit abläuft und ihr habt nichts gesagt, dann seid ihr einfach auch doof. Oder nächste Frage. Ja, gerne, macht einfach. Okay. Wie heißen die beiden bekannten Superhelden aus Bikini Bottom? Oh. Boah, ist das... Blaubarschbube und Meerjungfraumann. Yay! Yeah, nur halt andere... Mehr Jungfrau und Blaubeer, er trinkt es einfach. Okay, warum? Das heißt, somit haben wir... Ja, das war aber jetzt hier, das war eine ganz spezielle SpongeBob-Frage. Heben wir es noch, aber das war mir jetzt ein bisschen zu speziell. Sorry. Aber wir testen ja hier auch das wichtige Wissen und das ist halt zu SpongeBob. Aber war es richtig? Ja. Ja. Yes, sir. Herzlichen Glückwunsch, Claudio. Ja, das heißt... Claudio ist der Schlauste. Also ich muss mal sagen, das hätte ich jetzt ja nicht gedacht, dass Claudio jetzt der Schlauste hier am Tisch ist. Nee, ne? Das aber, hätte ich allerdings auch nicht gedacht. Nee. Ich glaube, das hätte niemand gedacht. Ich bin jetzt gedacht. Sehr überrascht. Ja gut, aber Glückwunsch, Claudio. Ja, nicht schlecht. Kein Problem, gerne. Ja, Leute, hättet ihr gedacht, dass Claudio der Schlauste ist? Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr gedacht hättet, wer hier gewinnt. Genau. Und ob wir das Ganze vielleicht nochmal machen sollen. Vielleicht auch mit speziellen Fragen zu einem bestimmten Thema ja. Oder so. Ja, genau, mit nur speziellen Sportfrau Fragen. Oder vielleicht sogar mit der ganzen Crew. Also ich hätte auf jeden Fall richtig Lust drauf. Ja. Und ja, das Licht geht jetzt auch aus. Das bedeutet, wir sollen jetzt aufhören. Leute, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, gerne Daumen nach oben. Ja. Natürlich Glocke aktivieren. Abonnieren. Genau, wenn noch nicht passiert, unbedingt abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.